Einen herzlichen guten Tag aus der Online-Redaktion des Magazin Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Wilfried Hackl und ich stelle Ihnen in aller Kürze die neueste Ausgabe der Online-Fachzeitschrift Magazin Erwachsenenbildung.at, kurz MEP genannt, vor. Sie ist im Juni 2013 unter dem Titel Community Education – Konzepte und Beispiele der Gemeinwesenarbeit erschienen. Das von Ingolf Erler und Christian Kläuber herausgegebene Fachmedium ist kostenlos auf unserer Website zum Download verfügbar. Worum geht es in dieser Ausgabe? Nicht fraglos hinnehmen, sondern aktiv gestalten. Das ist ein Grundmotiv der Gemeinwesenarbeit, die in Österreich lange Tradition hat. Sie greift die Initiativen und Anliegen von Beteiligten und Betroffenen auf, die ihr Lebensumfeld und ihre Lebensumstände aktiv und lebenswerter gestalten wollen. In Verbindung mit Bildungsaktivitäten, wie zum Beispiel selbstorganisierten Kursen und Diskussionsrunden, wird daraus ein demokratischer Prozess, der mehr und mehr auch unter den Begriffen Community Education bzw. Community Development bekannt ist. Die 19 Autorinnen und Autoren der Ausgabe erarbeiten und diskutieren Community Education in ihren Beiträgen zum Magazin fundiert und praxisorientiert. Das MEP, also das Magazin Erwachsenenbildung.at, ist ein 2007 gegründetes Fachmedium der österreichischen Erwachsenenbildung. Alle Ausgaben sind kostenlos unter der Website www.erwachsenenbildung.at/magazin abrufbar. Und jetzt viel Freude mit der Ausgabe 19 des MEP des Magazin Erwachsenenbildung.at über Community Education.